Herzlich willkommen zu unserer allerersten AB-Launch in diesem Jahr 2024 und wir haben natürlich auch gleich wieder einen Gast und ich freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, zu uns zu kommen. Er war nämlich schon einmal bei uns, das heißt, der ein oder andere Hörer oder Hörerin hat ihn vielleicht beim letzten Mal auch schon gehört. Herzlich willkommen, FabFox! Hallo in die Runde! Hallihallo. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Kannst du dich noch erinnern, wie du bei uns warst? Ja, ist glaube ich mittlerweile 2 Jahre her und ich habe sehr gute Erinnerungen noch, das Gespräch. War toll. Ja, das war ja damals live. Genau. Und du hast live bei uns im Studio gezaubert. Und auch performt, richtig, ja. Das war richtig. Ganz genau. Cool. Über das Radio einen Zaubertrick gemacht, ja. Nicht so einfach normalerweise, wir haben es aber geschafft. Ja, das zeichnet auf jeden Fall einen 1A-Zauberer aus. Danke für das Lob. Von uns hast du das Siegel. Und bei dir ist einiges passiert in der Zeit, wo wir uns jetzt nicht gesehen haben und darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Du bist jetzt in der nächsten Stunde bei uns, du gehörst ganz uns. Bin nur für euch da. Sehr gut. Und ja, was vielleicht in diesem Jahr bei dir ansteht, darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Also bleiben Sie dran. Einen wunderschönen Sonntag Ihnen zu Hause. Die erste AB-Launch im Jahr 2024 und unser Gast heute FabFox. Hallo. Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, weil das letzte Mal war echt witzig. Und ich sehe, du hast diesmal nicht so viel Equipment mit, aber… Ja, das täuscht noch. Also das täuscht noch. Besser noch herzaubern, ja. Okay, also vielleicht gibt es dann so eine Rauchwolke und da erscheint dann… Tauben und ja. Doppelter Boden und Nebel, alles okay. Dabei. Also. Ich setze schon mal den Sicherheitshelm auf, dass mir hier nichts passiert. Was hast du gemacht in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren? Was ist passiert? Ich war jetzt endlich nach Corona auf großer Österreich-Tournee und durfte endlich meine Show Fabulous spielen in ganz Österreich. Da gab es ja Probleme, gell, wegen Corona. Genau, wir haben das dann canceln müssen und verschieben müssen, dann eben wegen einem Corona-Lockdown, ziemlich ärgerlich, wir haben lange dafür geprobt. Und jetzt war es endlich so, weil wir durften endlich mit unserer Show auftreten und waren dann eigentlich von Februar bis April auf großer Österreich-Tournee durch ganz Österreich. Wir haben gespielt von Wien bis Innsbruck, in jeder großen Stadt eigentlich, genau. Und wie viele Shows waren das? Es waren insgesamt 9 Shows. Oh. 9 Shows in 6 Wochen. Genau. Ja, vor allem, da muss man ja bestimmt mit diesem Equipment und so, das ist doch… Ja, also wir hatten 4 Trucks, also wirklich 4 große LKWs voller Equipment und Illusionen und wir kamen da mit einer riesigen Crew von 30 Köpfen in jede Halle und haben da aufgebaut, abgebaut und das ist ja auch gerade bei Zauberei und bei Illusionen immer so ein bisschen ein Thema mit Equipment und Requisiten. Und es war schon ganz, ganz aufwendig für uns, ja. Wie lange dauert das, wenn man da jetzt in einem Ort ankommt, bis dann wirklich alles bereit ist? Ja, also unser Tag beginnt früh, teilweise um 5 Uhr morgens beginnt der Aufbau und dann mittags die ersten Checks, Soundchecks, Lichtchecks, Pyrochecks. Und dann gibt es noch Generalproben und dann geht es eigentlich los mit der Show um 7 am Abend normalerweise, ja. Also eigentlich auf Tour schlafen wir relativ wenig und tun ganz viel. Aber das ist halt Touring-Leben, ja. Ja, aber dafür gibt es dann die Belohnung nach genau, der Show. Genau, hoffentlich ein happy Publikum und viel Applaus für alle. Wie war es für dich? Super, es war ein unglaubliches Gefühl, endlich das tun zu können, worauf man schon seit Jahren lang hinarbeitet und auf Tour zu sein und in ganz vielen Städten zu spielen. Das hat echt Spaß gemacht. Sehr cool. Ja, ja und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich weiter. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe der Abel Lounge. Zu Gast heute bei mir FabFox, Zauberer und Illusionist. Illusionist. Schwieriges Wort, ich weiß. Ich habe es noch geprobt bei der Herfahrt, aber gut, du hast es für mich ausgesprochen. Danke an der Stelle. Zauberer, ein sehr interessanter Beruf und wir haben jetzt auch gerade über die Tour gesprochen. Wie ist denn da so diese Show? Also wie für alle, die es nicht gesehen haben, was ist passiert? Also in meiner Show, wir haben uns eigentlich auf große und aufwendige Illusionen spezialisiert. Sprich, wir lassen live vor Ort Menschen teleportieren, ich werde in der Show schweben. Wir lassen Dinge verschwinden, auftauchen, Menschen verschwinden und tauchen wieder woanders auf zum Beispiel. Und ich arbeite viel mit ganz schneller und visueller Magie, die eigentlich jeder sofort verstehen kann und auch versteht und die sehr, sehr gut ankommt normalerweise bei den Leuten, ja.
Ja, das ist ja was ganz anderes. Wichtig, dass ich das erstmal kennengelernt habe, hast du noch so Kartentricks ja, gemacht. Ja, gibt es immer noch in der Show, ist auch noch immer ein wirklicher guter Teil in der Show, aber mittlerweile mache ich auch ganz, ganz große Dinge mit Pyro, Licht, Inszenierungen und Storytelling. Also so mit richtig viel Power. Ganz genau. Sehr cool. Was mich interessieren würde, weil das hat mich jetzt im Vorfeld sehr beschäftigt, wie überlegt man sich, also wie kommt man überhaupt auf so eine neue, weil du, deine Tricks sind ja deine Tricks, oder? Das genau, macht niemand nein, anderes. Nein, richtig, ja, genau. Wie überlegt man sich das? Gibt es da ein Handbuch? So? Ich hole mir oft einfach Inspiration vom Leben, also vielleicht von menschlichen Träumen. Was träumen Menschen gerne? Die träumen vom Fliegen, vom Teleportieren, vom Zeitreisen, von in die Zeit zurückzuspringen. Und dann ist es mein Job, mir zu überlegen, wie ich denn diesen menschlichen Traum, dieses Bedürfnis auf die Bühne bringen kann. In Form einer Illusion, in Form eines Tricks, in Form einer Show. Ja, und dann gibt es da verschiedenste Tricktechniken, mit denen ich arbeite und dann entsteht so eine Illusion. Das dauert auch normalerweise von der Idee bis zur Umsetzung Jahre normalerweise. Ja. Also von der ersten Idee, die dann beim Duschen zufällig kommt, dann wird ein Prototyp gebaut, dann wird er wieder verworfen, dann kommt ein neuer Prototyp. Weil das funktioniert ja, ich kenne mich nicht aus, aber ich schätze mal alles, du lässt ja nicht wirklich Leute verschwinden. Das ist ein Gerücht. Sondern da gibt es ja dann auch irgendwelche technischen Gerüchte oder was, die man da, das baust du doch nicht selber, oder? Doch, wir haben eine Mini, ich sage immer Magic Warehouse, also unsere Magiewerkstatt, wo wir dann wirklich die ersten Prototypen selbst bauen und dann quasi mit Profis in den jeweiligen Branchen, angefangen vom Metallbau, Elektronik, Mechatronik, dann gemeinsam umsetzen. Ja. Also du überlegst dir wirklich, okay, da muss jetzt eine Klappe aufgehen und dann dort und ein Scharnier dort. Zum Beispiel. Dann dreht sich das einmal im Kreis. Klingt aufwendig, oder? Das klingt mega aufwendig. Vor allem, ich werde mir auch einen Zaubertrick mal überlegen. Dann ja, voll gerne, wir können dann mal vergleichen. Ja. Mal vorführen. Oi, okay. Sehr interessant, ein paar Einblicke hinter den Vorhang zu bekommen in das Leben eines Illusionisten. Jetzt hat's gepasst. Wir sprechen gleich weiter, was denn in Zukunft noch so bei dir ansteht. Lieber Fabfox, wir haben jetzt schon über dein vergangenes Jahr gesprochen, über deine Tour, wie so Tricks hergestellt werden, wie das funktioniert. Jetzt bin ich aber gespannt, was hast du in diesem Jahr so vor? Ich sehe ja schon überall Plakate, Fabfox Tour, bitte weih uns ein. Was dann? Ich bin wieder auf Tour ab Jänner, also eigentlich bald in den nächsten zwei Wochen und auf großer Ostösterreich-Tour diesmal. Wir kommen in die Wiener Stadthalle. Wow! In die legendäre Wiener Stadthalle, genau. Spielen da zweimal sogar und zeigen da quasi mein neues Programm 2.0 mit ein paar Änderungen, Verbesserungen und Adaptierungen. Das heißt, wenn ich schon bei der ersten Show dabei war, kann ich mir ruhig. Auf alle Fälle, es wird immer was Neues dabei sein, ja. Okay. Und immer neue Magie in der Show sein. Und gibt es vielleicht irgendwas, was man schon verraten kann? Ja, ich werde durch eine richtig dicke Stahlplatte durchschreiten auf der Bühne. Ich lasse wieder Menschen teleportieren, live auf der Bühne aus dem Zuschauerraum. Ach so, die Zuschauer werden teleportiert? Ja, die Zuseher. Was? Ja. Zuseher werden auf der Bühne bei uns live teleportiert, von links nach rechts. Wir haben da zwei Kammern, kann man sich vorstellen. Mhm. Da fällt Vorhang, dann sind die teleportiert. Also quasi in 8 Meter Teleportationsreichweite in unter 5 Sekunden. Ja. Schaut visuell super, super cool aus. Und wenn ihr es live sehen wollt, gerne vorbeikommen. Auf in der Stadthalle. Fall. Wo kann man denn Tickets oder Infos? Öticket.com oder fabfox.at, genau. Sehr gut, okay, das schreiben wir uns einmal auf. Aber nochmal zurück zur Teleportation. Du suchst da jetzt jemanden aus dem Publikum. Genau, okay. Richtig. Und der weiß der dann im Nachhinein? Nein, eben nicht, weil da kommt eine Augenbinde. Er sieht nichts, also er fühlt nur etwas auf der Bühne, aber er sieht und hört nichts, was mit ihm passiert. Weil ich denke, sonst können die ja dann rumlaufen genau, und dann ausplaudern. Genau, sonst würden die meine Tricks verraten. Ja. Genau. Ja, nein, aber der sieht eben gesagt nichts, der ist blind bei der Illusion. Okay, ja. Also auch da mitgedacht. Natürlich, genau. Okay. Muss man da dann irgendwas unterschreiben, so... Ja, also meine Mitarbeiter haben alle NDAs unterschrieben, quasi Verschwiegenheitsklauseln, dürfen nichts verraten, logischerweise, okay. Weil das ist ja mein Kapital, die Zauberei. Und wenn sie was verraten, dann werden sie erschossen. Ja. Nein, natürlich nicht. Also nur du darfst was verraten. Ja,
Okay, genau. Sehr gut. Na gut, dass du dann heute da bist. Ja. Jetzt verratst du uns bitte gleich ein paar Tricks, gell? Wirklich? Ich drehe mal das Mikro ab und dann verratst du mir mal was, okay? Bis gleich. Einen schönen Sonntag Ihnen zu Hause. Wir haben heute schon einiges über die Zauberei gehört. Fabfox hat uns da schon ziemlich eingeweiht, auch was die Zukunftspläne angeht. Aber ich möchte jetzt noch einmal kurz in die Vergangenheit schauen, weil wenn das jemand nicht mitbekommen hat im letzten Jahr, dann lebt er eindeutig hinterm Mond. Du hast ein Spektakel vorm Schloss Schönbrunn veranstaltet. Das genau, war Wahnsinn. Richtig. Im Oktober, ja. Kannst du da noch einmal kurz Revue passieren lassen, wie das war? Also die Idee war eigentlich, wir machen ein Spektakel als Toureinstimmung und als Tourvorgeschmack öffentlich, ohne Eintritt. Und dann habe ich mich direkt im Schloss Schönbrunn, also vorm Schloss sogar, von einer brennenden Box befreit in 30 Meter Höhe und bin dann am Dach des Schlosses erschienen danach, ja. Und auch nochmal runtergesprungen dann. Was? Also als Stunt, ja, natürlich gesichert, aber halt nochmal als Zugabe, als Kirsche on top. Und du hast es überlebt, wie man sagt. Ich hab's überlebt. Gott sei Dank. Und das ist sehr gut angekommen. Ja, das war auch für uns eine riesen Sache halt. Wir haben das geplant in 6 Wochen Vorlaufzeit nur und es war einfach für uns so total viel Arbeit, aber es hat auch viel Spaß gemacht. Es war was ganz, ganz Neues. Nummer 1, Open Air zu performen. Nummer 2, bei freien Eintritt. Und halt, es war so ein bisschen ein Konzertfeeling. Es ist niemand gesessen, alle gestanden. Es war eine riesige Inszenierung mit Licht und einer großen Bühne und Pyrotechnik und so weiter. Und es war auch für mein Team und für mich wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Und wie hat da Schönbrunn reagiert? Also habt ihr auf die zukommen müssen? Und ja, natürlich, okay. am Anfang ist man bei sowas immer ein bisschen skeptisch und ein bisschen misstrauisch. Aber ja, und das hat ein bisschen Arbeit gebraucht in der Überzeugung, sagen wir Weil mal so. Nicht, dass du da irgendwas abbröckelst. Ja, na, das war eh dann natürlich auch mit dementsprechenden Behörden und Auflagen verbunden. Was also wir hatten eine Polizei vor Ort und Feuerwehr und Rettung natürlich und ich hatte eine Versicherung logischerweise. Aber ich glaube, wenn du das Schloss abfackelst, dann ist keine vorbei. Versicherung mehr happy, so mit dir grundsätzlich. Dann wirst du auch verschwinden, wahrscheinlich auf mysteriöse Art und Weise. Na, ja. Aber es ist alles gut gegangen. Ja, genau. Es war ein super Stunt. Es hat alles funktioniert. Niemand gestorben. Genau. Das ist aber das ist einmal das Allerwichtigste grundsätzlich bei sowas. Ja. Kann man in Zukunft solche Flash-Aktionen von dir erwarten? Oder? Auf alle Fälle. Also wir planen schon wieder was Neues. Wann genau es noch geheim und wo genau es sein wird, aber in Zukunft auf alle Fälle wieder. Cool. Genau. Noch höher und noch gewagter. Ja, das muss immer. Es muss immer getoppt werden. Noch besser. Also ja, mal schauen. Also vielleicht ist nicht noch höher, aber was anderes auf alle Fälle. Vielleicht ein anderes Stil oder ein anderes Prinzip. Okay. Genau. Aber wir sind einfach gespannt. Hey. Leute, schaut euch das an. Das ist auf jeden Fall richtig magisch. Ja, wir sind mittlerweile fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Schade, kannst du uns nicht wieder zum Anfang zaubern? In der Show funktioniert das mit Zeitreisen. Nein, Slapfilm tut er, glaube ich, nicht leider. Ja, aber ein bisschen Zeit haben wir noch und die nehmen wir uns jetzt auch, denn mich würde jetzt noch interessieren, das letzte Mal, wie du bei uns warst, hast du eine Reise vor dir gehabt, an das kann ich mich erinnern. Du bist nach Las Vegas geflogen. Genau, in die Showmetropole der Welt. In Vegas, ich war auch mal bei so einer Zaubershow und das ist halt... Wirklich, also, bei wem warst du? Bei... Chris Angel? Ja. Wirklich? Ja. Bei Mindfreak? Ja, bei Mindfreak. Wie hat's dir gefallen? Ja, es war ein bisschen Mindfreak. Also, spooky, oder? Ja, es war, also ich mag lieber so die familienfreundliche Zauberei, glaube ich. Also so diese Kettensägen-Zeugs und so. Ja. Es war halt schon ein bisschen hart, aber... Ist halt ein ganz eigener Stil, der Chris, aber muss man halt mögen. Aber ich die Show war trotzdem... Ja, sehr spektakulär, oder? Ja, Vegas. Also, ja, Vegas halt. Da kann keiner mehr laut mithalten. Und Licht und halt Energie. Hast du es auch halt so empfunden? Ja, es gibt ja in Vegas ganz unterschiedliche Zaubershows. Es gibt angefangen von David Copperfield bis zu Chris Angel bis zu Mac King, gibt es da alles in Vegas eigentlich. Und klar, Chris ist halt so ein bisschen der Rock'n'Roll-Star, der Magier und halt sehr laut und euphorisch und halt sehr amerikanisch, finde ich es halt, die Show von Chris Angel, ja. Und ja. Ist das für dich auch ein Ziel, mal in Vegas zu performen? Ich glaube, Las Vegas ist so der große Traum eines jeden
Magiers, mal dort eine Show haben zu können. Oder so dort eine richtige Residency. Richtig, genau. Die Frage ist halt, wie lange, weil natürlich Las Vegas, irgendwann wirst du zum Fabriksarbeiter dort, kann man sagen, und du machst halt jeden Tag dasselbe und du bist dann sehr, sehr energielos schon und du wirkst so wie so eine Marionettenpuppe, die irgendwie gesteuert ist. Das will ich halt vermeiden. Aber ja, natürlich, Las Vegas wäre ein Traum, keine Frage. Also nein, für, sagen würden wir nein, nicht. Nein, also für die für also fünf Jahre jetzt sofort. Wenn Vegas jetzt bei uns anruft, dann werden wir den Anruf weitergeben. Sofort, also wir können gerne über alles reden, ja. Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Weil jetzt, man freut sich dann doch noch auf jede Show und es ist immer was anderes und dort, ja, ich meine, diese Riesenstars, und die machen dann jeden Tag. Vor allem auf Tour ist es halt auch irgendwie neue Stadt, neues Publikum, neue Location, neue Herausforderungen. Auf und Abbau. Und ich bin halt dort so ein bisschen, ich komme in die Show, spiele Show und fahre wieder. Und das mache ich halt wirklich jeden Tag, teilweise auch am Tag öfters. Und das ist halt dann schon so ein bisschen, fühlt sich nicht mehr so an, wie auf Tour zu sein. Ja. Na, wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen und du wirst Vielen mit Dank. Sicherheit. Hoffentlich. Wenn nicht in Vegas, dann im Happelstadion oder. Umso besser. Oh, ja, nehme ich umso lieber, ja, Happelstadion. Ja, okay. Genau. Schön, dass du da warst. Sehr gern. Lieber FabFox. Danke für die Einladung nochmals. Und du hast jetzt bald deine erste Tourstart. Ja. Wann? Wir starten am 19. Jänner in der Arena Nova und gleich danach sind wir in der Wiener Stadthalle für 2 Tage. Ja. Und ja, können wir auch gerne Karten verlosen, wenn du magst. Das wäre super. Ja? Also ich glaube schon, dass sich der ein oder andere Hörer, Hörerin sehr drüber freuen würde. Also einmal 2 Karten, gesponsert vom FabFox persönlich. Für den Termin deiner Wahl im Jänner. Im Jänner. In Wien sind die Shows wann? Am 20. und am 21. Jänner. Sehr gut. Ja, wir werden auf jeden Fall alles noch bei uns auf Instagram posten. Alle Informationen zum Gewinnspiel finden Sie da. Und alle Informationen zu FabFox findet man unter fabfox.at oder fabfox.com. Sehr schön. Oder ötickets.com, gibt es auch Tickets für alle, die noch Karten kaufen wollen und kommen wollen zur Show. Also alle, die nicht gewinnen, die gehen dann auf Ötik. Auf alle Fälle, ganz genau. Ja. Ich danke dir sehr herzlich, dass du da warst. Es hat wieder Riesenspaß gemacht. Voll gern. Bis zum nächsten Mal, oder? Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Baba. Tschüss.